Tja. Ja, das hätten wir ja. Na schön. Da drüben zum Berichten, okay. So, neuer Mond, okay. Das ist auch nicht so toll. Nee, lass das. Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit. So, warte, du Typ da. Stopp. Komm her. Krieg ist alles. Gute Arbeit. Nun, da sie fort sind, können sich alle viel sicherer fühlen. Dunkelelfen ebenso wie Nord. Na schön. Hier ist das versprochene Gold. Ich will euch noch was zum Umgang mit schweren Rüstungen zeigen. So könnt ihr euch bei langen Märschen einige Schmerzen ersparen. Nice. Danke. Ist aber nett. Sichere Reise, Schwertbruder. Ja, dir auch. Gut. Hätten wir ja dann erledigt. Okay. Stimmt, hier sehen wir noch das mit dem Mord. Naja. Kommt später. Ansonsten. Kehre zu Ela zurück. Okay, kommt später. Gut, dann kommt jetzt das hier. Die Dwemer-Ruine. Wo war ich da schon? Oh, was? Pferd, lauf weg! Ein Drache! Oh, was für ein Drache? Was bist du? Du brauchst ja Deckung. Ist zu offen. Combustion-Drache, okay, was? Was bist du? Mein Pferd, geh weg! Was ist denn Combustion? Was soll das sein? Da, okay. Hier war ich ja schon mal. Wie und warum auch immer. Tralala, tralala. Bekämpft wieder alles andere außer mir. Ist klar. Okay. Warum macht ihr das immer, hä? Wollt ihr lieber was anderes bekämpfen? Als mich? Habt ihr Schiss? Ist es das, hä? Schiss. Wollen lieber Gegner, den sie besiegen können? Tja. Da muss treffen. Treffen. So, schön in den Arsch. Na los. Oh, ja. Okay. Tja. So, spannend. So, mache jetzt hier auch was anderes. Anstatt das Kämpfen, bis jetzt weg. Okay. Komm schon. Der Dovahkiin ist da. So. Komm schon. Wo ist denn dieser scheiß Bär? Da bist du. Hör mal auf, hier den Drachen abzulenken. So. Na, können wir jetzt spielen? Da,
Da-d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 a-
Aber das ist die Frage, waren wir da schon mal drin? Was müssen wir da tun? Erkunde die Ruinen. Okay. Oder haben wir das nur freigeschaltet und sind lang gegangen? Warte mal kurz. Okay, ich glaube, das wird nicht angezeigt. Ob man das abgeschlossen hätte oder nicht. Die Ruinen. Ja, wo ist denn hier noch eins? Da. Na, sieht echt so aus, okay. Naja, Quemer-Ruine. So. Na dann. Kehrt um. Kehrt um. Wer hat das gesagt? Ich will nicht umkehren. Ich bin ja richtig. Ich will erforschen. Okay, aber das war eine menschliche Stimme. Okay. Ach. Sand. So. Aber ich habe keine Ahnung, von wo wir diese Quest erhalten haben. Vor keine Ahnung wie lange. Bitte kehrt um, bevor es zu spät ist. Nee, ich will nicht umkehren. Ich kann dir helfen. Was ist denn das Problem? Nein, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier das Problem? Gut, ich glaube, Altmetall kann man nicht benutzen. Okay, klingt schon mal interessant hier. Hier war ich definitiv noch nicht. Okay, wir sind wieder die Farmer. Okay. Ist was umgestürzt? Da. Erstmal hier zum Aussichtsposten. So. Sehe ich denn da wen? Katrinas. Katria. Huch. Was macht ihr noch hier? Katria. Lasst mich raten. Ihr seid hinter dem Schatz her, nicht wahr? Wie all die anderen auch. Okay, ich glaube, diese Ruine ist mir auch neu. Denn ich kann mir nicht erinnern, dass ich hier einem Geist in einer Dwemer-Ruine begegnet bin. Okay, interessant. Ist auch wieder ein neuer Dungeon. Wer seid ihr? Ich heiße Katria. Ich bin... war eine Abenteurerin. Ich habe 20 Jahre lang Ruinen wie diese durchforstet. Ich war etwas Großem auf der Spur. Es führte mich hierher und ich habe es nicht geschafft. Ja, offensichtlich. Euer Name kommt mir bekannt vor. Okay, kommt es das? Oh, ihr habt das Buch gelesen, nicht wahr? Die Ethereum-Kriege. Ach. Das war meine Theorie, wisst ihr? Meine Forschung, mein Lebenswerk, alles gestohlen. Von meinem verfluchten Schüler. Und so bin ich hier gelandet. Ich finde keine Ruhe. Nicht ehe ich die Schmiede und einen Beweis dafür gefunden habe, dass sie meine Entdeckung war. Meine, nicht seine. Okay, das muss ich mal lesen. Ja, es ist hoffnungslos. Ich bin hier gestorben, wie all die anderen. Kehrt um. Kehrt um, bevor ihr das nächste Opfer... Nein, ich will auch helfen. Komme schon zurecht. Natürlich, das sagen sie alle. Ich will euch nichts ausreden. Ich weiß. Ich weiß. Ich war einmal genau wie ihr. Nun, wenn ihr es wirklich schaffen wollt, werdet ihr etwas Hilfe brauchen. Wollt ihr, dass ich euch helfe? Das wäre nett. Also gut, dann führt uns. Uns? Wer ist noch da? Interessant. Ist echt interessant. Verloren in der Vergangenheit. Okay, die Quest ist mir neu. Okay, geil.
Was war das hier mit dem Buch? Moment mal, Ethereum. Ethereum Splitter. Ich hatte das endlich mal eine Bedeutung. Ich erinnere mich. Mindestens eins, ja, ein Teil davon habe ich mal gesammelt im privaten Durchlauf, aber nie die Bedeutung gefunden, was man damit tun kann. Und jetzt haben wir hier beide Teile. Interessant. Okay, was ist denn hier los? Das muss ich mal lesen. Die Ethereum-Kriege von Tarondreff, der Schüler, okay. Gewidmet Katria, meine Freundin und Kollegin. Okay. Als es dann soweit war, kam das Ende schnell. Innerhalb dreier kurzer Jahre fehlen die großen Zwergenstädte Himmelsrands. Vom Markov bis zum Melofi-Gebirge. Im Kampf gegen die Armeen des Großkönigs. Städte, die jahrhundertelang gegen die Nord stand gehalten hatten, mussten sich plötzlich und ohne Warnung geschlagen geben. Die Gelehrten wundern sich seit vielen Jahrhunderten über den plötzlichen Zusammenbruch der Städte der Dwemer. Selbst die Nord schienen überrascht worden zu sein. Obwohl ihre Chronisten schnell bereit waren, den Erfolg der genialen Taktik König Gelios und dem Segen Schors zuzuschreiben. Meine Forschung weist allerdings auf eine andere Ursache hin. In den Jahrzehnten vor ihrem Untergang wurden die Zwergenstädte von Himmelsrand durch innere Zwistigkeiten und Kämpfe um eine ungewöhnliche Ressource dezimiert, Aetherium. Ach, die Gelehrten von heute kennen Aetherium als seltenen, leuchtenden Kristall, der in manchen Dwemer-Ruinen zu finden ist. Für die meisten ist es kaum mehr als eine Kuriosität, weil es fast unmöglich ist, mit Aetherium zu arbeiten. Trotz einer starken magischen Aura reagiert es nicht mit anderen alchemistischen Materialien. Und man kann es mit keinem bekannten Prozess verzaubern, schmelzen, formen, binden oder zerbrechen. Für die Zwerge waren derartige Schwierigkeiten natürlich eine willkommene Herausforderung. In den Jahren nach der Herrschaft König Haralds entdeckten die Dwemer von Himmelsrand eine beträchtliche Menge Aetherium in ihren tiefsten Höhlen. Unter der Leitung des großen Forschungszentrums Orkngzams im südlichen Reach wurde ein Bündnis aus 4 Städten gebildet, um den Abbau, die Verarbeitung und die Erforschung zu überwachen. Eine neue Aetherium-Schmiede wurde erbaut, um das Mineral unter genau kontrollierten Umständen zu beschmelzen. Und die Schmiede ist hier. Geil. Wenn man den Inschriften glaubt, die ich entdeckt habe, waren die Ergebnisse äußerst spektakulär. Die in der Schmiede hergestellten Gegenstände waren Artefakte von enormer Macht, die von Anfang an mit mächtigen Verzauberungen belegt waren. Die Zwergenallianz zerbrach fast sofort, als die 4 Stadtstaaten und ihre Rivalen versuchten, die Schmiede für sich zu beanspruchen. Na, war ja klar. Wir können davon ausgehen, dass keine Seite erfolgreich war. Alle Seiten wurden durch den jahrzehntelangen Konflikt geschwächt, was die darauffolgenden Eroberungen durch König Gelia ermöglichte. Und obwohl die Dwemer den größten Teil ihrer Länder nach einem Jahrhundert zurückeroberten, gibt es keine Anzeichen, dass sie ihre Aetheriumsforschung jemals wieder aufgenommen hätten. Vermutlich war der Preis einfach zu hoch gewesen. Okay, das ist ja toll. Aber nichts, dass der in den Inschriften beschriebenen Aetheriumsschmiede gleicht. Wurde jemals innerhalb der Grenzen Himmelsrands gefunden. Vielleicht wurde sie schon vor langer Zeit von den Nord oder den Dwemer selbst zerstört. Oder vielleicht ist sie einfach noch nicht entdeckt worden. So wie das Geheimnis des Aetheriums selbst. Okay, und das war ihre Theorie. Interessant. Toll, und wo ist jetzt hier der Pfeil hin? Toll, habe ich jetzt hier verschossen. Kam aber überraschend. Okay, ich will die Schmiede. Wir haben noch die Teile dafür. Das wird ja interessant. Okay, wie kommen wir darüber? Ach. Bist du da gestorben? Ja. Was ist hier nur geschehen? Moment. Ich will hier normal reden. Steck das mal weg. So. Was ist hier nur geschehen? Es sah hier nicht.
nicht immer so aus. Es war die besterhaltene Zwergenstadt, die ich je gesehen habe. Und dann kam das Erdbeben. Jetzt kann man sich glücklich schätzen, wenn man einen intakten Raum findet. Okay, interessant. Ja, genau, wie bist du gestorben? Ich fiel, als das Erdbeben kam. Der Boden öffnete sich unter mir. Also hier. Und trotzdem hätte ich es fast geschafft. Es fehlten nur ein, zwei Fußlängen. Dann wäre ich ins Wasser gefallen. Aber es war nichts zu machen. Hm. Na, schade. Okay, und wie lange ist das her? Nun, da sind zunächst die Fallmeer. Tödliche Stromschnellen, starke Erdbeben, tiefe Abgründe, instabile Böden, tödliche Stürze. Und dann kommt die eigentliche Gefahr. Darüber werden wir reden, wenn es soweit ist. Wenn es je dazu kommt. Okay, gewöhnliches Schwimmerzeug oder was Neues? Hm, naja. Okay, interessant. Auch mal wieder was Neues. Geil. Hm. Okay, hast ja schon ein paar getötet. Okay, interessant. Katrias Tagebuch. Noch eins, okay. So, das nehmen wir noch mit. Das und das. Okay, doch nicht. So. Tja, Ruhe in Frieden. Okay. Das Tagebuch. 17. Sonnenhöhe. Okay. Dieser hinterhältige Elf sei verflucht. Verflucht. Er stiehlt meine Notizen, meine Entdeckung und veröffentlicht sie unter seinem Namen. 20 Jahre meines Lebens habe ich in diesen Ruinen herumgegraben. Und was bekomme ich dafür? Eine Widmung. Freundin und Kollegin, Herrje. Er macht sich über mich lustig. Aber ich werde die sein, die zuletzt lacht. Taron mag meine Theorie an sich gebracht haben, aber noch hat er keinen Beweis. Wenn ich die Schmiede als erste entdecke, kann ich der Welt zeigen, dass dies meine Entdeckung ist und nicht seine. Hm. Okay, aber... ich hoffe, du greifst mich da nicht an. Wenn wir das entdecken, das wäre nicht schön. Vierte letzte Saat, ich habe eine Spur. Die Schmiede wird in einem der vermordeten alten Bücher in Emzund erwähnt. Obwohl das Buch in katastrophalem Zustand war, konnte ich ihm ein paar nützliche Informationen entnehmen. Darunter eine Karte der Dwemer, Königreich aus der ersten Ära. Ach, interessant. Ich muss sie nach meiner Rückkehr mit den heutigen Grenzen vergleichen. Hier ist das Ergebnis. Hier ist ein Ankunfts. Dieses Dö wurde auch auf der Inschrift erwähnt. Es scheint sich um das Hauptzentrum für die Ethereum-Forschung zu handeln. Okay, dies scheint mir der beste Ausgangspunkt zu sein. Okay, interessant. Zweitens wird als Betasel, verbündete Stadt, erwähnt. Es handelt sich aber nicht um Dö. Es scheint eher nördlich oder nordwestlich davon gelegener kleinerer Standort nahe des Flusses zu sein. Okay. Drittens, die Hauptquelle für Ethereum. Aus einer tiefer gelegenen Mine gewonnen. 4. Ein Lagerplatz für roher Ethereum, direkt vor einer großen Stadt. Gelegen. Aufgrund seiner harmonischen Volatilität musste das Ethereum offenbar außerhalb der Stadt gelagert werden. 5. Kein Name, keine Informationen, die eine Identifizierung ermöglichen könnten. Stattdessen eine Seite nach der anderen mit unlesbaren Diagrammen. Viel konnte ich ihnen nicht entnehmen, aber es scheint sich um eine Art Astrolabium zu handeln. Okay, ich glaube, da waren wir. Ein vierteiliges Emblem? Ob es sich um den Standort der Schmiede handelt, endlich ein wichtiger Fund. 22. Letzte Saat. Meine Karte mag unpräzise sein, aber dank ihr bin ich hier. Vielleicht bin ich ja doch etwas auf der Spur. 23. Habe die Schatzkammer erreicht. Hier ist ein Klangschloss, das immer noch funktioniert. Wenn ich mir die Leichen hier so ansehe, funktionieren vermutlich auch noch die Fallen. Konnte keinen Hinweis finden, also werde ich eine Skizze anfertigen und mich vorsichtig voranarbeiten.
5 Resonatoren, 5 Töne. Ich muss sie nur in der richtigen Reihenfolge spielen, mal sehen. Okay, interessant. Das hier. Okay, es kommt wohl später. Ach, deswegen braucht man das, okay. Für dieses Ding, na schön. Interessant. So, warte mal kurz. Was ist denn hier vielleicht? Eine Truhe. Da ist eine Leiche, interessant. So. Komme ich da hoch? Gut. So. Okay, aber 20 Jahre hat sie hier geforscht. Und wann genau ist sie jetzt gestorben? So. Huch. Och. Mann, schreck mich nicht so. Das ist nicht gerade nett. So. Okay. Bin hier fast voll. Ist ja nicht so toll. Okay. Steko. Ist ja toll. Oh shit. Okay, gehen wir schnell. Schnell weiter. So. Nicht schwimmen. Okay, was ist das denn hier? Sekunde. Wie komme ich da ran? Ich will zu diesen Barren hier. Ja, ich bin zu fett. So ein Mist. No, diese Barren. Verdammt. So. Okay, was ist denn jetzt los? Wieso komme ich hier nicht durch? Ja, okay, dann halt so. Okay, schön vorsichtig. Oh nein, eine Spinne. Oh nein. Oh ne. Oh nein. So, keine Chance. Okay, die sind immer noch aktiv. Ja, wundert mich nicht. So. Okay. Interessant. Vielleicht hier eine Truhe. Mal kurz nachschauen. Ne. Aha. Schön. Okay. Ja, ne. So. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt auf die Schmiede. Da bin ich echt gespannt. Ist auch schon ein lang unbekanntes Geheimnis, was ich schon immer mal lüften wollte. Und jetzt ist es endlich soweit. Zufällig gefunden. Okay, das ging einfach so auf. Geht wieder zu. Interessant. Interessant. Was? Das hier oder was anderes? Hä? Was soll ich das hier tun? Ach so. Okay. Ah. Interessant. Kannst du das mal lassen hier? Lass das mal auf. Gut. Okay, ist eine interessante Mechanik. Fall mal voraus. Oh nein. Die verfluchten Dinger sind wie Fliegen. Es ist gleich, wie viele man tötet. Ja, da hast du recht. Kommen immer wieder.
So, na warte. Einmal schön getroffen, gut. So. So, bisschen tot. Jetzt bist du dran, komm her. So, stirb. Nicht heilen hier, lass das. So. Und tschüss. Du blinder Sohn. So. Der hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Farmer. Die Farmerriegel. Wo ist ein Farmerriegel? Sehr schön. So, na, steckst du fest. Wo ist der Dorf? Okay, schade. So, und wir sind der gestorben. Was denn da passiert? So, gut. Schön, schön. Okay, jetzt sind wir hier. Gut. Aha. Da ist eine Truhe. So. Schön. Schloss knacken. Gar nicht mal mitnehmen. Weiß nicht genau, ob ich das hab. Oh shit. Ständige Erdbeben ist ja nicht so toll hier. So. Okay. Interessant. Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allem die ganze Dwemer-Städte in ihrer Blütenpracht. Oh, das wäre so schön, das mal zu sehen. Und nicht diese Ruinen. Oh, schön gelähmt. Nice. Kann nur nicht treffen. Ah, jetzt. Toll. Ja, was soll das denn? Jumpen ran, man. Was soll denn das? So. Tja. Tschüss. Hat dir nichts gebracht. So. Okay, ist auch noch Deko. Toll. Okay. Huch. Ja, was soll das denn, Mist? Einmal schön daneben geschossen. Nicht so toll. Warte, ich helfe dir. Muss nur. Okay. Boss kann Hilfe, schön. Halt du auch. So, wieso treffe ich nicht? Hey, was ist das denn? Hinter dir! Genau! So! Sterben! Gut! So, keine Ahnung, was man hier labert. Einfach irgendwas sagen und dann ist schon gut. So. Ich bin echt gespannt auf die Schmiede. So, sehr gespannt. Ui. Seht, dort drinnen ist eine Truhe, aber die Tür ist fest verschlossen. Ne. Okay.
Das ändern wir gleich. Geht auch nicht. Ist echt fest verschlossen. Kannst du da nicht durchgehen als Geist? Okay, hier muss es einen zweiten Schalter geben. Okay. Wieso kannst du da nicht einfach durchgehen als Geist? Könnte vielleicht da unten sein, dieser Schalter. Aber das Problem ist, was ich sehe. Da müssen wir hier den Wasserfall runter und hier alles nochmal bis hier hin. Ja, ist echt fest verschlossen. Okay. Ist da vielleicht. Okay, das mit dem Ranzoomen klappt nicht. Soll doch hier während dem Zählen ducken. Oder gedrückt halten. Nö, funktioniert auch nicht. Okay, keine Ahnung. So, opapapapapapa. Okay, was machen die denn da? Sind hier vielleicht ein Schalter? Seht da keins. Okay. Oh nein, nicht diese Scheißviecher. Nicht die. Okay, jetzt mal ganz schnell drauf. So, gut. Jetzt bist du dran, komm her. So. Keine Chance hast du. So. Okay. Da steht was aber jetzt mit. Pharmazeug. Was hab ich da mit? Okay, was habe ich da mitgenommen, verdammt? Warte mal kurz. Würde ich das mal gerne verwenden. Bisschen testen. Warum nicht? So. Zwergenarmbrust. Okay, hier geht es wohl weiter. Moment. Moment. Ja. Okay. Hier ist gar nichts. Okay, schau jetzt mal da unten nach. So, Moment. Mal schauen, ob da unten irgendwo ein Schalter ist. Hui! Na, was denn? Ich bin im Wasser gelandet. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Ach, Otto. Ach so. Ach so. Hier komme ich wahrscheinlich dahin. So, so. Okay, interessant. So. Na dann. Okay. Jetzt ist ja nichts. Ist aber schön grün hier. Huch. Ach.
Aha. Aha, wo willst du hin? Ja, wo willst du denn hin? Wo bist du hin? Okay. Wo bist du hin? Da bist du. Na schade, das ging daneben. Ein Meister. Sand. So, nimm das. Schön. Richtig viel Schaden. Oh nein, ich wurde entdeckt. Mensch. Autsch. Ja, macht so schön Schaden, aber das Problem ist, es ist langsam. Und das gefällt mir nicht so. Dynamo-Körn, ja, ne. Ja, ne, ne. So. So. Okay. War das jetzt hier, diese Truhe? Okay, ernsthaft. Hat sich ja voll gelohnt. Toll. Okay. Na Gott, muss ich jetzt hier nicht alles rundherum gehen. Noch einmal. Du bist da, schön. So. Gut.